Endet mein Arbeitsverhältnis immer dann, wenn ich eine Altersrente beziehe? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja und nein. Beim Ja, immer in den Fällen, in denen ein Arbeitsvertrag, ein Tarifvertrag oder eine Betriebsvereinbarung ein Ende des Arbeitsverhältnisses mit Erreichen der individuellen Regelaltersgrenze vorsehen. Dann ist das Arbeitsverhältnis von vornherein auf Dauer befristet, und zwar bis zu diesem Termin. Und nein, bezieht der Arbeitnehmer eine vorzeitige Altersrente, sollte er nicht glauben, dass dann sein Arbeitsverhältnis automatisch beendet ist. Das wäre ein großer Irrglaube. Es läuft weiter, es muss gekündigt werden. Dies kann erhebliche Folgen haben, wenn er das nicht tut. Denn nur wenn ein Tarifvertrag in solchen Fällen eine Beendigung vorsieht bei einer vorgezogenen Altersrente, wäre das Arbeitsverhältnis automatisch beendet. Aber ich kann Ihnen schon sagen, solche Tarifverträge gibt es nur noch sehr selten. Die meisten stellen auf die Regelaltersgrenze ab. Im Falle einer Regelaltersrente, wenn Sie diese beziehen und es ist nichts geregelt im Arbeitsvertrag und im Tarifvertrag, was passiert dann? Vielleicht haben Sie die Antwort. Aha, alles klar, es läuft weiter, das Arbeitsverhältnis. Und genauso ist es richtig. Das Arbeitsverhältnis läuft munter weiter. Sie oder der Arbeitgeber müssen kündigen. Denken Sie bitte nicht, dass wenn Sie die Regelaltersrente beziehen und es ist nichts vereinbart, dass Sie dann einfach aufhören können mit Arbeiten. Sie machen sich unter Umständen schadensersatzpflichtig. Das heißt, Sie müssen dem Arbeitgeber dann Geld zahlen und das kann sehr, sehr unangenehm werden. Also, unser Tipp: Wenn Sie Ihre Rente beantragen oder vorhaben, in Rente zu gehen, prüfen Sie bitte Ihren Arbeitsvertrag, was steht da drin? Oder sind Sie tariflich gebunden, was steht da drin? Endet das Arbeitsverhältnis bei Bezug einer Altersrente? Das müssen Sie bitte abklären und die Kündigungsfristen natürlich einhalten. Und noch aufgepasst, immer schriftlich kündigen. Eine mündliche Kündigung ist keine Kündigung. Näheres zum Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.